Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Death Stranding. Dies wird eine Lesefolge, denn wir haben lange nicht mehr gelesen. Hier gehen wir zum Terminal. Und wir haben jede Menge E-Mails, jede Menge. Wir fangen an, alles über Prepper. Absender, Lake Not City, William Lake, Betreff, alles über Prepper. Als ich mit Bridget 1 hier eintraf, haben wir die örtlichen Prepper besucht. Irgendwo sollten noch ein paar vom Aufzeichnungsteam transkribierte Gespräche zu finden sein. Sieh sie dir mal an, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Uns ging es vor allem darum, mehr über die Lage vor Ort zu erfahren. Und natürlich wollten wir sie überzeugen, den UCR beizutreten. Aber wir vermuteten schon, dass sie nicht unbedingt Leute waren, die mit dem Strom schwammen. Warum sonst hätten sie hier draußen sein sollen? Trotzdem stießen wir unter ihnen auch auf einige gemeinschaftsorientierte Menschen. Nicht alle saßen freiwillig in ihren Bunkern. Manche liefen vor etwas davon. Andere waren in dieses Leben hineingeboren worden. Allerdings kostete es gewaltige Anstrengungen, die wenigen Prepper, die sich für einen Beitritt zu den UCA entschieden, davon zu überzeugen. Dass das chirale Netzwerk damals noch nicht in Betrieb war, machte es nicht unbedingt einfacher. Wir konnten bloß alles vorbereiten und versprechen, dass es irgendwann funktionieren würde. Und jetzt tut es das, dank dir endlich. Vielleicht lenken die Skeptiker ja endlich ein. Schließlich folgen unseren Worten nun Taten. Mach weiter so, ja? Bring uns alle wieder ins Netz. Hals krabbelt. So. Also wir haben ja drei Prepper schon hinzugefügt, sagen wir es mal so. Absender Lake Not City, William Lake. Betreff, man muss sich richtig ins Zeug legen. Danke nochmal, Sam. Du hast uns heute wirklich einen großen Gefallen getan. Ignorier mich, wenn es dich nicht interessiert, aber mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit bessere Lieferungsbewertungen erreichst. Du weißt, dass es sich lohnt, sich richtig ins Zeug zu legen, oder? Diesen zusätzlichen Service zu leisten, um Menschen glücklich zu machen, das ist der wichtigste Teil des ganzen Bewertungssystems. Für dich, richtig? Apropos glücklich, gerade ist mir wieder eingefallen, wie du zum ersten Mal hier warst, nachdem du Ground Zero überquert hattest. Klar, zuallererst besteht dein Job darin, Fracht erfolgreich ans Ziel zu liefern. Aber die Leute sind anspruchsvoll. Sie wollen nicht nur, dass ihr Zeug von A nach B geschleppt wird. Sie wollen etwas mehr, verstehst du? Eine besondere Behandlung. Sie wollen, dass man ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Hey, ich verstehe schon. Für dich bedeutet es deutlich mehr Arbeit, verlorene Fracht aufzuspüren und Dinge ihren rechtmäßigen Besitzern zurückzubringen. Und eigentlich gehört es gar nicht zu deinen Aufgaben. Aber gewöhn dich lieber daran, denn die Standards ändern sich und die Leute werden in Zukunft mehr von ihren Boden erwarten. Jedenfalls lohnt sich der Aufwand meistens. Wenn man sich richtig verausgabt, beschert einem das eine Menge Likes. Verdammt, nochmal tut man es sogar. Ach so, Quatsch. Verdammt, manchmal tut man es sogar, ohne es überhaupt zu bemerken. Das ist mein Ernst. Wirf einen genaueren Blick auf deine Ergebnisse, wenn du das nächste Mal einen Auftrag abschließt. Schau nach oben. Ob neben deinen Likes nicht zufällig ein Symbol angezeigt wird, das angibt, dass du Likes für geleistete optionale Extras erhalten hast. Vielleicht bist du dann überrascht. Ups. Nein. Momentan mag das alles sehr mühevoll erscheinen, Sam. Aber man kann nie zu viele Likes haben. Oh Gott. Was? Wegposten westlich von Capitol Not City. George Payton. Das gefällt mir. Machst du immer noch tapfer weiter, Sam? Ich übe mich darin, nach draußen zu gehen. Jedes Mal etwas länger und weiter weg. Ich dachte, ich würde meine Angst irgendwann überwinden, dass ich schon bald wieder problemlos Lieferungen übernehmen könnte. Aber da bin ich zum ersten Mal im Mule-Gebiet gelandet.
Ich geriet in Panik und ließ fast alles fallen, was ich bei mir trug. Das gehört jetzt wohl denen. Davon abgesehen habe ich es aber geschafft, ein paar Schilder und Wachtürme und anderen Kram an den Leute, wie du gefallen finden dürften, aufzustellen. Ich bin noch keinem anderen Boten persönlich begegnet, aber ich merke, die Sachen kommen gut an. Ich kriege nämlich Likes dafür. Oxy und Nootropica mögen helfen, meinen Gemütszustand auszugleichen, aber ich sage dir, wenn dir jemand ein Like gibt, ist das ein unvergleichliches Gefühl. Es bestätigt dir, dass du im Leben eines anderen Menschen eine positive Veränderung bewirkt hast. Das ist großartig, Mann. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei allem. Ich sende dir herzliche Grüße und jede Menge Likes. Interaktion. Okay. Absender S2321. Der Handwerker. Die Boten schlagen zurück. Hey Sam, hast du schon gehört? Einer der Boten, die ich mit Blutgranaten ausgestattet hat neulich ein GD ausgeschaltet. Ein plötzliches Absinken der chiralen Dichte fiel mit seiner Meldung zusammen. Es ist also einwandfrei erwiesen, dass er dieses Drecksvieh erwischt hat. Und zwar nur dank dir und den UCA. Der Beitritt ist ein Tauschhandel. Wir opfern etwas Privatsphäre und teilen etwas Expertenwissen mit euch. Im Gegenzug passt ihr auf uns auf. Wir zahlen keinen hohen Preis, aber es hilft der Sache trotzdem. Eine Steuer, wenn wir ehrlich sind. Wir zahlen, wir werden beschützt, aber Verträge allein reichen nicht. So sind wir bloß Trittbrettfahrer, die nicht genug aufgeben und im Gegenzug nicht genug bekommen. Und wenn man sich davor drückt, seine Steuern zu zahlen, darf man nicht überrascht sein, wenn keiner auf einen aufpasst. Quid pro quo und so. Die Informationen und die Technologie, die ich von Bridges erhalten habe, ermöglichen mir vielleicht die Massenproduktion von Blutgranaten. Wenn das klappt, wer weiß, vielleicht können wir die GDs dann ausmerzen. Natürlich gibt es da einen Haken. Es scheint nur mit deinem Blut zu funktionieren. Verstehe mich nicht falsch. Ich bitte dich nicht darum, all dein Blut herauszugeben. Um ehrlich zu sein, bin ich überrascht, dass wir überhaupt so viel von dir bekommen haben. Als würdest du jedes Mal spenden, wenn du eine Pause machst. Das ist sicher nicht leicht, aber wir sind dir sehr dankbar. Vergiss das bloß nicht. Es ist nicht bloß so, oder es scheint nicht bloß so, es ist so. Die zapfen mich an wie so eine Kuh. Absender S2318. Der Alte. Warum den UCA beitreten? Ja, kämpfst du da draußen weiterhin für das Gute, Junge? Dafür ziehe ich den Hut vor dir. Und dafür, dass du einem alten Kriegskram seine Medizin gebracht hast. Dank dir geht's mir deutlich besser. Verbindlichsten Dank. Also bekomme ich im Gegenzug dafür, dass ich einen Vertrag mit Bridges unterschreibe, Medikamente und Vorräte zu mir nach Hause geliefert? So eine Abmachung hatte ich auch schon mit Fragile Express. Und auch wenn ich mit eurem Netzwerk nicht so schrecklich viel anfangen kann, kann ich mir immerhin die Wetterdaten und Nachrichten ansehen. Das erleichtert mir das Leben. Und das alles, ohne dass ich den UCA beitreten musste. Warum also sollte ich das tun? What the heck? S2384. Peter Englert. Eine bescheidene Bitte um Pizza. Geehrter Sam Bridges, es ist mir eine Ehre, deine Bekanntschaft zu machen. Wenn ich mich vorstellen darf, mein Name ist Peter Englert. Nachdem ich so viel von dir gehört habe, nur Gutes natürlich, konnte ich dem Drang, mit dir zu korrespondieren, nicht widerstehen. Meine Bitte ist von so großer Wichtigkeit, dass ich sie nur dem Mann, der liefert, anvertrauen möchte. Meine arme Schwester fühlt sich nicht recht wohl und ich befürchte, dass es nur eine Sache gibt, die wieder Farbe auf ihre Wangen zaubern könnte. Pizza. What? Was? Pizza? Ernsthaft? Ob du wohl so freundlich sein könntest, diese in Lake North City zu besorgen und zu unserer bescheidenen Bleibe zu bringen? Ich bin mir der Bedeutung und Dringlichkeit einer Reise nach Westen mehr als bewusst. Aber wenn du dir ein Herz fassen und uns helfen könntest, wäre ich überaus dankbar. Oh, meine Schwester liebt übrigens Schinken.
Bitte bedenke das, falls du dich dazu entscheidest, meiner Bitte nachzukommen. Aber ansonsten geht's denn gut, oder? S2306, der Ingenieur. Erste Tests der Evo-Devo-Einheit. Ich weiß, dass du es da draußen ganz alleine sicher nicht einfach hast, Sam. Aber du musst durchhalten. Ich habe begonnen, einige Experimente mit der Evo-Devo-Einheit durchzuführen, die du mir gebracht hast. Bis jetzt laufen sie ziemlich gut. Ich bin noch nicht so weit, dass ich Objekte perfekt nachbilden kann, aber das liegt wahrscheinlich nur daran, dass ich die chirale Netzabdeckung noch ihre Grenzen hat. Je mehr Orte du ans Netz bringst, desto besser werden meine Ergebnisse wahrscheinlich. Jedenfalls werde ich Bridget regelmäßig über meine Fortschritte informieren. Ich bleibe dran, verlass dich drauf. Übrigens interessiere ich mich seit kurzem für die Otra-Dex. Heutzutage verbinden die meisten Leute sie mit BBs oder betrachten sie als GD-Detektoren. Aber ursprünglich waren sie als Allzweckscanner zum Erfassen von Leuten und verschiedenen Objekten gedacht. Anscheinend haben sie sich im Laufe der Jahre ziemlich verändert. Viele der ursprünglichen Funktionen wurden offenbar irgendwann entfernt. Eine dieser Funktionen erlaubt es, Hologramme zu projizieren, was ziemlich nützlich sein könnte. Eine andere nutzt chirale Verbindungen, um Daten aus der Vergangenheit für moderne Anwendungen zu rekonstruieren. Ich glaube aber, dass diese Funktionen nicht für immer verloren sind. Wenn wir das Netzwerk weiter ausbauen, ergreift sich sicher jemand die Initiative und entwirft neue und verbesserte Versionen von ihnen. Aber jetzt habe ich dir genug Zeit geraubt, Sam. Wir sollten uns irgendwann mal persönlich darüber austauschen. S2321, der Handwerker. Mules, Helden oder Schurken? Hey Sam, wie kommst du mit der Bola ganz zurecht? War sie dir schon von Nutzen? Oh ja. Hör mal, ich hatte noch ein paar Ideen für neue Geräte, seit wir zum letzten Mal miteinander gesprochen haben. Und mit dem chiralen Netzwerk kann man so einfach Daten austauschen, dass man so ziemlich überall Dinge herstellen kann. Eigentlich könntest du sie bei Gelegenheit mal für mich testen. Das wäre auch zu deinem Vorteil. Immerhin bekommst du es da draußen vielleicht mit Mules und irgendwelchen anderen Verrückten zu tun. Aber wenn du Gewalt anwenden musst, vergiss nicht, dass die Mules einmal Leute wie du waren. Sie waren Boden, als die Welt vor die Hunde gegangen ist. Menschen, die versucht haben, anderen Menschen in diesem Chaos und Durcheinander zu helfen. Sie wären als Helden gefeiert worden, wenn sie nicht durchgedreht wären. Das denken die meisten Leute, mich eingeschlossen. Allerdings habe ich gehört, dass es vielleicht nicht ganz so einfach ist. Es könnte sein, dass sie ursprünglich Schmuggler waren und deshalb so gut in unwegsamem Gelände zurechtkommen. Solche Typen, naja. Irgendwas sagt mir, dass sie tief im Herzen keine Altruisten wären. Ja, was auch immer. Wahrscheinlich werden wir die Wahrheit niemals erfahren. Sei's drum, Sam. Ich habe ein paar der Blutgranaten, die du mir gebracht hast, an Boden in der Gegend verteilt. Und auch ein paar Blutbeutel. Wenn sie wie angepriesen funktionieren, können unsere Leute den GDs vielleicht endlich Parole bieten. Falls nötig. Das könnte für die ganze Gemeinschaft ein Neuanfang sein. Moment, Schluck trinken. Achso. So. Das haben wir. Daten. Tipps? Tipps brauchen wir nicht. Ich will bloß den Haken rausmachen. Dieses Ausrufezeichen. Füge automatischen Straßenbaugeräten Material hinzu, um Straßen zu erneuern. Okay. Was? Waffen nachladen? Leere Waffen werden in privaten Räumen nachgeladen. So. Die Hartmann. Titel: Die symbiotische Überwachungsgesellschaft.
Die Hardman vor 3 Jahren, Bridget's HQ. Oh, das ist ein schweres Wort. Ups. Nein! Das. In der Welt vor dem gestrandeten Tod stellten die Online-Dienste eine riesige, vielleicht sogar die größte Industrie dar. Dem Wunsch der Leute nach einem reibungslosen und stressfreien Leben kamen zahllose Firmen gerne nach. Die Kunden gaben Informationen über sich preis. Ihre Browserchronik, ihre Kaufhistorie und ähnliches. Im Gegenzug erhielten sie ein angenehmes und personalisiertes, Interneterlebnis. Mit dem dystopischen Überwachungsstaat, den die Menschen im 20. Jahrhundert befürchtet hatten, hatte das nichts zu tun. Es ging eher um Dinge wie zielgerichtete Werbung und auf die Person zugeschnittene Gesundheitstipps. Das Internet veränderte unser Leben und in vielen Belangen zum Besseren. Aber nicht alle waren glücklich damit. Bei den Menschen begann die Sorge zu wachsen, dass es die Freiheit der Menschen schmälerte. Dass wir so viel Annehmlichkeiten mit ständiger Überwachung und Kontrollverzicht bezahlten. Wir waren zu Mitgliedern einer symbiotischen Überwachungsgesellschaft geworden. Natürlich gibt es Menschen, die hinsichtlich des chiralen Netzwerks ähnliche Bedenken haben. Ein durchaus beachtlicher Teil von ihnen will nichts mit ihm zu tun haben. Ich halte ihr Verhalten allerdings für naiv. Nichts ist umsonst. Vernetzung und Annehmlichkeit haben ihren Preis. Und außerdem steht heutzutage deutlich mehr auf dem Spiel. Wir sprechen hier nicht über einen simplen Tausch von Privatsphäre gegen Annehmlichkeit. Für die Menschheit heißt es heute Netzwerk oder Untergang. Überleben oder aussterben. Radikal, aber wahr. Die Evo-Devo-Einheit. Hardman. Vor einem Jahr, Hardmans Labor. Anscheinend konnte man im Hauptquartier einen ziemlich bedeutsamen Durchbruch feiern. Man hat dort erfolgreich eine Evo-Devo-Einheit in einem chiralen Drucker integriert. Falls dir der Begriff Evo-Devo nicht sagt, er bezieht sich auf evolutionäre Entwicklungsbiologie. Deine Gene, Mäusegene, Dinosauriergene, die Gene aller Lebewesen sind praktisch identisch und trotzdem entwickeln wir uns radikal unterschiedlich. Deshalb stellt sich folgende Frage: Warum ist aus demselben Bausteinen so unterschiedliches Leben entstanden? Die evolutionäre Entwicklungsbiologie wollte dieses Rätsel lösen, die Geheimnisse der Evolution lüften. Vor dem Aufkommen von Evo-Devo hielt man eine DNA-Probe für erforderlich, um einen Dinosaurier rekonstruieren zu können. Doch da diese Technologie Abteilungen aus vorhandenen Daten ermöglicht, könnten wir mit dem richtigen Stimulus aus jedem lebenden Organismus einen Dinosaurier züchten. Wir könnten letztlich den Prozess nachbilden, durch den sich die Dinosaurier aus den Urformen des Lebens entwickelten. Eine Evo-Devo-Einheit wendet genau diese Prinzipien auf das Problem der Informations- und Gegenstandsrekonstruktion an. Unter Zuhilfenahme des chiralen Netzwerks können wir aus unvollständigen Daten und auch unvollständigen Gegenständen ihre vollständigen Versionen rekonstruieren. Diese Daten können dann in einem chiralen Drucker eingespeist werden und ehe man sich versieht, bringen partielle Daten ein fertiges Produkt hervor. Noch ist die Technik nicht alltagstauglich, aber wenn sie es ist, wird sie für unsere Forschung ein unschätzbarer Vorteil sein und unsere Wiederaufbaubemühungen um Jahrzehnte voranbringen. Moment. So viel zu lesen. Higgs-Teilchen, Hartmann vor einem Jahr in der Nähe von Mountain Not City. What? Geht das noch weiter? Oh. Higgs Monogan. Ja, der Name sagt mir etwas. Soweit ich mich erinnere, stand er früher einer privaten Kurierorganisation vor.
die sich um eine große Region im Westen kümmerte und bei der Versorgung der dort lebenden Leute eine wesentliche Rolle spielte. Doch aufgrund der weiten Entfernung fiel es Bridget schwer, irgendeinen Einfluss auf ihre Abläufe auszuüben. Es war wohl weniger hilfreich, dass sich die Separatistenbewegung in jenem Gebiet seit jeher großer Unterstützung erfreut. Angesichts der zunehmenden Gewalt durch die Demons waren wir schockiert, als wir erfuhren, dass Hicks selbst an ihrer Spitze steht. Was soll man von dieser seltsamen Entwicklung halten? Warum in aller Welt verschreibt sich ein Mann, der einst eine dem amerikanischen Wiederaufbau verbundenen Gruppe befehligte, plötzlich der Zerstörung Amerikas? Sein Name macht das Ganze nur noch schlimmer. Hast du schon mal von dem Higgs-Teilchen, auch Gottesteilchen genannt, gehört? Es hängt mit dem Higgs-Feld zusammen, das allen anderen Teilchen ihre Masse verleiht. Ohne es würde die Atome auseinanderfliegen und Materie, wie wir sie kennen, gäbe es nicht. Mit anderen Worten, seine reine Existenz verhindert die blinde Zerstörung. Das ist wahrlich kosmisch ironisch, ja. Das chirale Netzwerk 2. Mama. Mach zurück, ich sehe. Hallo. Vor 3 Jahren, vor dem Aufbruch der ersten Expedition. Central Knot City HQ. Das Chirallen-Netzwerk nutzt gewissermaßen den Strand, um uns Reisen durch die Zeit zu ermöglichen. Wie man sich schon denken kann, benötigt das Versenden großer Datenmengen viel Zeit. Mit den Stränden ist es aber so eine Sache, die Zeit vergeht dort nicht so wie hier. Vielleicht vergeht sie auch gar nicht. Ruf dir mal ins Gedächtnis, dass das Licht der Sterne, das wir am Himmel sehen, vor ein paar tausend von Jahren entstanden ist. Wenn man Daten über den Strand leitet, ist das so, als ob man zu einem früheren Punkt auf dieser Reise springt und sie dadurch verkürzt. Deutlich verkürzt. Stell es dir mal vor, riesige Datenmengen, die beinahe augenblicklich übertragen werden. Genau das wollen wir, kurz gesagt, mit dem chiralen Netzwerk erreichen. Theoretisch ermöglicht uns das Netzwerk die Rekonstruktion alter Daten aus fragmentierten Quellen. Mittels einer Evo-Devo-Analyse genannten Methode könnten wir zum Beispiel aus den Fingerknochen eines Dinosauriers nicht nur dessen Gestalt, sondern auch seine Zusammensetzung extrapolieren. Innen, außen, sogar seine gedanklichen Prozesse, bis zu einem gewissen Grad. Mit chiraler Datenverarbeitung ist alles möglich. Mit anderen Worten, wir werden nicht nur in der Lage sein, ein Land wieder zu vereinigen, wir werden alles zurückerlangen können, was wir beim gestrandeten Tod verloren haben. Sogar noch mehr. Theoretisch könnten wir sogar bis zur Entstehung des Planeten und noch weiter zurückgehen. Und dank des Strandes können wir alle diese Daten an einem Ort zusammentragen und die Bearbeitungszeit selbst für komplexeste Analysen praktisch auf null senken. Prepper-Interview, der Ingenieur. Ingenieur, vor 2 Jahren, persönlicher Bunker. Mein Horizont ist nicht gerade weit. Völlig von der Außenwelt abgeschnitten bin ich allerdings auch nicht. Ich kannte Bridget und wusste, dass die Organisation versucht, Amerika wieder aufzubauen. Aber wenn man hier unten lebt, wirkt das alles sehr, sehr weit weg. Nicht wahr? Meine Eltern verschanzten sich nach dem gestrandeten Tod in diesem Bunker. Sie bekamen einen Jungen und zogen ihn in ihrem kleinen Paradies groß. Gemeinsam lebten wir von dem, was uns Fragile Express freundlicherweise vorbeibrachte. Sie erzählten mir von der guten alten Zeit, aber mir fehlte da immer die Fantasie. Ich verstand nicht, welche Bedeutung ein schon lange verschwundenes Land für mich und meine Familie haben sollte. Ich dachte mir, solange uns Fragile Express weiterhin Sachen bringt, brauchen wir niemanden sonst. Und Amerika, was auch immer das sein mag, schon gar nicht. Aber eines Tages, als ich mir einen Teil dieser Maschine ansah, die mein Vater, er war auch Ingenieur, gebaut hatte, fiel mir etwas auf. Ein kleiner Buchstabe stand, in kleinen Buchstaben stand Made in the USA darauf. Da kam mir der Gedanke, dass es Amerika vielleicht nicht mehr
geben mag, die von Amerikanern hergestellten Sachen aber noch existierten und uns das Leben selbst heute noch ein bisschen erleichterten. Man könnte sagen, dass das Land, das alte Land, in seinen Werken weiterlebt, in etwas so, wie meine Eltern in mir weiterleben. Sie sind vor einiger Zeit gestorben. Jedenfalls, wenn sie Amerikaner waren, macht mich das wohl auch zu einem. Und vielleicht ist dieser Bunker ein Teil Amerikas. Seit ich das begriffen habe, baue ich mit Herzblut Sachen, die euch helfen können, das Land wieder zu vereinen. Als Fragile Express Kuriere getarnten Touristen. Wer der Handwerker vor einem Jahr? Persönlicher Bunker. Ah, Bibi, Ruhe! Mensch! In letzter Zeit rühren sich die Terroristen wieder. Das hast du mitbekommen, oder? Dass sie getarnt als Fragile Express Kuriere in den Städten ein- und ausgehen. Wenn das so weitergeht, steht uns bald wieder eine Katastrophe bevor. Aber einfach verdrängen können wir sie auch nicht. Fragiles Leute müssen weiterhin ihre Arbeit machen. Wir verlassen uns in vielen Bereichen auf sie, auch wenn wir das vielleicht nicht tun sollten. Wie ich hörte, transportieren sie jetzt Waffen. Warum sie so dumm sind, will mir nicht in den Kopf hinein. In einer Welt, in der die Toten tickende GD-Bomben sind, tödlichen Kram in Umlauf bringen. Klar, die Terroristen stellen eine Bedrohung dar und die Mules nerven gewaltig. Aber welches Genie ist denn bitte darauf gekommen, den Weg der Eskalation einzuschlagen, wenn wir alle wissen, wohin das führt? Wir brauchen Waffen? Nein, Werkzeuge, die die bösen Jungs unschädlich machen können, ohne sie zu töten. Und die im Umlauf befindlichen Geräte sollten besser gestern als heute verschwinden. Wir können nicht verhindern, dass jemand bei einem Unfall stirbt oder eine Krankheit erliegt. Wir können sie nicht am Sterben hindern. Punkt. Aber wenn wir Tote hinauszögern können, sollten wir das auch tun. Gewalt ist nicht nur abstoßend. Heutzutage ist sie verdammt nochmal fast selbstmörderisch. Weshalb ich nicht tödliche Ausrüstung entwickeln will. Ich hoffe, dass sie ein paar Idioten darin hindern wird, sich selbst oder andere zu töten. Das war's. Wirklich fast eine halbe Stunde nur gelesen. Aber Maul. So, da gehst du jetzt nochmal duschen. Ja, du musst dich auch mal sauber machen daher. Also bitte. Du stinkst bestimmt wie sibirische Bergziege. Nö, ich will das nicht überspringen. Ich finde das schön. Hallo, Sammy. Das haben sie schon echt gut gemacht mit dem Wasser, ne? Was ich nicht verstehe, wenn ich die Granaten... Ja, du darfst jetzt auch nochmal aufs Klo. Cool. EX-Granate Typ 1. So. Und nochmal kacken gehen. Dann müssten wir alles haben. Das ist so geil. Haben wir jetzt alles? Dann gucken wir jetzt nochmal nach Bibi. Hallo? Oh, Waffenregal ansehen? Das ist ein Rauch... Not ready. Das sind Rauchgranaten, 2 Stück. Ready? Das sind meine Blutgranaten.
Okay. So, dann gehen wir nochmal zu Bibi. Du hast voll einen am Ei. Jetzt nimm's mir nicht übel. Du bist voll. Nee. Oh Gott. Oh Gott. Der fällt durcheinander. Oh mein Gott. Ach so. Hi. Nee, Gottes Willen. Nee, jetzt habe ich Angst vor Bibi. Wir verlassen schon mal den privaten Raum und gucken mal nach Aufträgen. Ah. Oh, jetzt gibt es wieder eine Sequenz. Genau so, Lisa. Nur nicht schüchtern. So wie früher. Na los, weiter. An ihrem Geburtstag haben wir uns auch kennengelernt. Ich wüsste zu gern, wer das ist. So. Sam, viele Kunden fordern dich namentlich an. Also während es für die Erweiterung des chiralen Netzwerks entscheidende Aufträge gibt, die du annehmen musst, gibt es andere, die du nach Belieben annehmen oder ablehnen kannst. Aber natürlich liegt es in aller Leute Interesse, dass du so viele wie möglich erledigst. Und so bekommst du mehr Belohnungen. Was? Markierte Aufträge sind speziell für Sam gemeldet. Aufträge für Sam musst du abschließen, um im Spiel vor ranzukommen. Ach, das sind die hier. Andere Aufträge, ja. Und das ist ja gleich hier um die Ecke.
Okay, das kann man auswählen. Das kann man auch auswählen. Ah, 30 Minuten habe ich dafür plus Zeit. Jetzt weiß ich gar nicht. Ich nehme die trotzdem an. Wir haben einen transportbereiten Bot-Prototyp. Du musst ihn zum Verteilerzentrum südlich von Lake North City bringen. Wenn sich diese autonomen Lieferbots als zuverlässig erweisen, könnten sie unser Liefernetzwerk revolutionieren. Davon hängt eine Menge ab. Sei vorsichtig da draußen. Ist er. Ich habe eigentlich noch alles. Ich habe auch noch Blutgranaten. Nö. Nö. Hä? Ja, ja. Ja, doch. Hab ich gerade. Ich bin auf die falsche Taste gekommen. Ja, das nehme ich mit. Ja, erstmal alles auf den Rücken klatschen. Wie immer. Was denn nun? Auf Pizzen musst du beim Transport gut aufpassen. Wenn du Mist baust, sie zum Beispiel schräg trägst, sind sie hinüber. Okay. Wieso habe ich denn so viel? Wieso muss ich denn so viel mitnehmen? Warte mal bitte kurz. Ich könnte doch derweil mal schnell. Ach so, warte. Das lege ich erstmal in meinen privaten Spind. Die lege ich auch erstmal in meinen privaten Spind. Die sind auf dem Rücken. Die tue ich... Nee, Schuhe brauche ich jetzt nicht anziehen. Dort dran klemmen, genau. Ich habe doch Schuhe an, oder? Ich nehme auch mal nicht so viele Blutgranaten mit. Den würde ich erstmal hier lassen. Wo ist denn die Pizza? Wo ist die Pizza? Pizza hat es jetzt oben hingelegt, oder? Bitte, bitte, bitte. Ja. So. Und ich habe noch was in der Hand, das würde ich gerne auf den Rücken nehmen. So. Ich komme dann gleich nochmal wieder. Ich hole den Rest noch. Um eine neue Straße zu bauen, musst du zuerst zum
Straßenbaugerät. Scan wird gestartet. Eine angenehme Reise. Das machen wir jetzt noch schnell, weil ich habe ja die ganze Zeit bloß gelesen. Oder? Ja, los. Das Straßenbaugerät war bestimmt das dort vorne, ne? Jo. Straßenbaugerät. Eine angenehme Reise. Ja. Wir machen das jetzt schnell mit dem Straßenbaugerät. Dann schaffen wir die Pizza weg. Und dann holen wir den Rest. Gucken gleich nochmal, was wir für Aufträge unterwegs erledigen können. Dass wir die gleich mitnehmen können. Waffeneinschränkung aufgehoben. Sam. Ja. Automatisches Straßenbaugerät in der Nähe. Ja. Wirf es an, dann hast du schon bald eine Straße. Sehr schön. Und ich kann über die Mules drüber fahren. Cool. Zog sich dort ein Highway durch die Landschaft. Die erste Expedition hat ein Straßenbaugerät zurückgelassen, aber das alleine reicht nicht aus. Das reicht schon? Okay. Mhm. Nett. War ja jetzt auch nicht so schwer. Toll gemacht, Sam. Diese Straße sieht herrlich aus. Das ist erst der Anfang. Der Bau eines kontinentalen Verkehrsnetzes ist entscheidend für unsere Zukunft. Setze darum unbedingt jedes Straßenbaugerät ein, das du findest, um unsere Haupt- und Nebenstraßen wieder aufzubauen. Wie viel leichter wäre deine Arbeit, wenn du von Küste zu Küste fahren könntest? Mit anderen zusammenarbeiten, um Straßen zu erneuern. Am Fortschritt der Straßenerneuerung und dem zu diesem Zweck zur Verfügung gestellten Material haben alle Spieler teil. Auf diese Weise kann jeder daran mitarbeiten, die Highways und Nebenstraßen des Landes zu erneuern. Okay. Jetzt immer ohne Scheiß. Ich nehme das trotzdem mit. Wow! Sammy! Und das nehme ich auch mit. Und hau das... Oh, falsche Richtung. In den Gemeinschaftskasten. Hallo. Liefern? Achso, das geht nämlich nicht. Ja? Das dachte ich mir. Nein. Ich möchte in den Gemeinschaftskasten Waffen und Ausrüstung teilen. Ich hau nämlich das jetzt alles hier in den Gemeinschaftskasten. So.
Ach so. Okay. Die kriege ich ja nie wieder zurück. Gut, dann gehen wir in meinen privaten Spind. Aber warum ist das immer leer? Da muss ich wieder zurückrennen. Oh, das ist was für das Nervisches, ey. Oh, Leute, ich habe eigentlich keine Zeit mehr dafür. Na gut, nee, Freunde, das mache ich das nächste Mal. Ich werde das Spiel an dieser Stelle beenden und würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet zur neuen Folge des Stranding. Bis dahin, ciao.